Wenn die Erde in Science-Fiction-Streifen unerwarteten Besuch aus fremden Galaxien erhält, hat die Menschheit nur noch wenig zu lachen. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Aliens nämlich nicht um freundliche Gäste, die nur einmal einen kurzen Blick auf unseren blauen Heimatplaneten werfen möchten, sondern um brutale Invasoren, die nur ein Ziel im Sinn haben: die Unterjochung des Planeten und all seiner Bewohner. Obwohl es uns bisher noch nicht gelang, Lebensformen auf einem anderen Himmelskörper nachzuweisen, wollen wir heute gemeinsam mit euch einmal ein aufregendes Gedankenspiel wagen. Was würde passieren, wenn schon morgen Außerirdische auf unserer irdischen Türschwelle stünden? Würde ein solches Szenario zu einem heillosen Chaos und dem Untergang unserer Spezies führen? Oder wäre dies vielmehr der Auftakt zu einer neuen, großen galaktischen Gemeinschaft? In unserem heutigen Video suchen wir nach Antworten. Die Suche nach außerirdischem Leben. Die Menschheit richtet ihren Blick bereits seit vielen Jahrtausenden hinauf zu den Sternen. Angesichts der abertausenden funkelnden Gebilde, die das Firmament zieren, ergibt sich schließlich eine zentrale Frage. Sind wir allein? Ist es wirklich möglich, dass die Erde der einzige Planet im Universum ist, der Lebewesen beheimatet? Allein in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, existieren bis zu 400 Milliarden Sterne. Dabei stellt unser galaktisches Zuhause wiederum nur eine von mehr als 100 Milliarden Galaxien dar. Und das bloß im sichtbaren Universum. Da unser Blick zu den Sternen naturgemäß begrenzt ist, kann niemand mit Sicherheit sagen, welche Gebilde sich jenseits der galaktischen Areale befinden, die außerhalb unseres Beobachtungsraums liegen. Die Suche nach außerirdischen Lebensformen ist so alt wie die Geschichte der Weltraumforschung selbst. Eine zentrale Theorie, auf welche sich die Experten innerhalb dieser galaktischen Spurensuche stützen, ist die sogenannte Drake-Gleichung. Diese bahnbrechende Formel wurde erstmals im November 1961 vom namensgebenden Astrophysiker Frank Drake veröffentlicht. Innerhalb seiner Berechnungen widmete sich der US-Amerikaner die Frage, wie viele fortgeschrittene Zivilisationen sich innerhalb eines Jahres in der Milchstraße entwickeln könnten. Die Entwicklung von fortschrittlichen Technologien spielt innerhalb der Kontaktaufnahme zwischen den Erdbewohnern und unseren galaktischen Nachbarn nämlich eine bedeutende Rolle. Sofern sich Aliens nicht dazu entschließen, uns einen persönlichen Besuch abzustatten, brauchen wir andere Bewege, um ihre Existenz nachzuweisen. Dazu zählen vor allem ausgesandte Signale wie Radiowellen oder andere Formen elektromagnetischer Strahlungen, die von unseren irdischen Messinstrumenten erfasst werden können. Grundsätzlich gelangte Drake innerhalb seiner Gleichung zu der Vermutung, dass bis zu 20% der hypothetisch außerirdischen Zivilisationen in der Milchstraße dazu imstande wären, diese technologische Anforderung zu bewältigen. Sollten sich in unserer Heimatgalaxie auch nur 10.000 dieser hochentwickelten Gemeinschaften tummeln, gehen die Forscher davon aus, dass wir bis zum Jahr 2040 ein erstes Lebenszeichen von ihnen erhalten werden. Beträgt die Anzahl der kosmischen Zivilisationen wiederum 1 Million, könnten wir schon zum Ende dieses Jahrzehnts den sensationellen Erstkontakt verzeichnet haben. Galaktischer Besuch. Die Frage ist, was letztlich passieren würde, wenn eines Tages ein derartiges Signal empfangen wird. Soweit wir wissen, sind die internationalen Regierungen nicht auf einen solchen Fall vorbereitet. Wahrscheinlich würde es zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen, ehe die einfache Bevölkerung von diesem sensationellen Umstand erfährt. Demnach würden die entsprechenden Behörden auf Nummer sicher gehen und zunächst einmal abwarten, ehe verschiedene voneinander unabhängige Organisationen das empfangene Signal bestätigt haben. Irgendwann würde sich dieser bahnbrechende Umstand jedoch nicht mehr verheimlichen lassen. Die TV-Sender wären folglich mit Schlagzeilen wie "NASA entdeckt außerirdische Signale" oder "erstes außerirdisches Raumschiff gesichtet" gespickt. Infolge dieser Entdeckung lege das besondere Hauptaugenmerk darauf, diese unerwartete Situation richtig einzuschätzen. Handelt es sich bei den Aliens um friedliche Besucher oder droht uns gar ein Krieg gegen die galaktischen Invasoren? Um dieser zentralen Frage auf den Grund zu gehen und den ersten Kontakt zwischen uns und der fremden Spezies herzustellen, müsste die Menschheit die renommiertesten Experten zu Rate ziehen, die sie zu bieten hat. Dabei wäre es wichtig, den Ablauf des Erstkontakts detailliert zu dokumentieren. Gibt es bei den Besuchern Anzeichen für Aggressionen? Was haben die Gesten und akustischen Signale der Aliens zu bedeuten? Die Auswertung dieser Informationen würde dabei helfen, zu erkennen, ob die Außerirdischen in friedlicher oder feindlicher Absicht zu uns gekommen sind. Die einfache Bevölkerung würde wahrscheinlich dazu aufgefordert werden, in ihren Häusern zu bleiben und auf weitere Instruktionen der Regierung zu warten. Wie es in Zeiten von Social Media üblich ist, würde es allerdings nicht lange dauern, ehe die Gerüchteküche überkocht. Infolgedessen wäre es schwierig, zwischen Wahrheit und Verschwörungstheorie zu unterscheiden. Zur selben Zeit, während wir in den heimischen vier Wänden gebannt auf neue Nachrichten warten, würden die Regierungen und wissenschaftlichen Experten ihre Interaktionen mit den kosmischen Besuchern analysieren. Von diesem Punkt an könnten sich die Ereignisse auf verschiedene Weisen entwickeln. Einerseits ist es möglich, dass die von der Erde ausgesandten Signale überhaupt keine Reaktion erfahren. Dieser Umstand ließe wiederum unterschiedliche Rückschlüsse zu.
Womöglich handelt es sich bei dem entdeckten Raumschiff lediglich um einen ersten Stoßtrupp, der auf außerirdische Verstärkung wartet, um die Invasion der Erde zu beginnen. In diesem Fall hätten die Aliens also keinen Grund dazu, ein friedliches Gespräch mit den Erdenbewohnern zu führen. Fest steht, dass die galaktische Sprachbarriere zwischen uns und den Außerirdischen ein gigantisches Hindernis darstellen würde. Halten wir uns vor Augen, dass die Aliens über eine Technologie verfügen, um von ihrem Heimatplaneten bis zur Erde zu reisen, ist auch anzunehmen, dass sie die Fähigkeit haben, sehr fortschrittliche und schlagkräftige Waffen zu bauen. Während die Spannung auf unserem Globus ins Unermessliche ansteigen würde, müssten die Regierungen also dem Ernstfall ins Auge blicken. Um im Kampf der Welten eine Chance zu haben, müssen die irdischen Atomwaffen, das mächtigste Mittel, das wir haben, in Bereitschaft gebracht werden. Wer mit Filmen wie Science, Zeichen vertraut ist, der weiß, dass auch die natürliche Beschaffenheit unseres Planeten einen wichtigen Trumpf für uns darstellen könnte. So ist die tödliche Schwäche der Außerirdischen in dem Streifen schlicht und ergreifend Wasser. Tatsächlich könnte es sich herausstellen, dass die Aliens gegen manche Charakteristiken unserer Erde einfach nicht gewappnet sind. Wieso wir also den Besuch mit einer galaktischen Spezies automatisch mit Kämpfen und Chaos in Verbindung bringen, liegt wohl auch an unserer eigenen Historie. Denn tatsächlich sind die Menschen ein denkbar schlechtes Beispiel dafür, wenn es um die Frage geht, wie man den Erstkontakt mit einer anderen Gruppe gestaltet. Demnach ist die Menschheitsgeschichte voll von der Versklavung, der Vernichtung und der Unterjochung anderer Völker. Daher bleibt uns nicht zuletzt die Hoffnung, dass die kosmischen Gäste eine weitaus friedlichere Natur besitzen als die angestammten Bewohner der Erde. Kontaktversuche. Während wir bis zum heutigen Tage vergeblich auf außerirdische Lebenszeichen warten, unternahm die Menschheit in der Vergangenheit bereits mehrere Versuche, um hypothetische extraterrestrische Lebensformen von unserer Existenz zu berichten. Zu diesem Zweck wurden schon einige Botschaften in die gigantischen Weiten des Weltalls entsandt. So ließen es sich die Verantwortlichen in den frühen 70er Jahren nicht nehmen, die beiden unbemannten Raumsonden Pioneer 10 und 11 mit speziellen goldenen Tafeln zu bestücken, bevor diese ihre Reise in den Weltraum antraten. Die Pioneer-Plaketten werden dabei von verschiedenen Abbildungen geziert, welche den galaktischen Betrachtern ein aufschlussreiches Bild über unsere Spezies liefern sollten. Demnach befinden sich auf den Tafeln unter anderem die Darstellungen eines Mannes und einer Frau sowie die Abbildung unseres Sonnensystems. Wenige Jahre nachdem die Pioneer-Sonden gestartet waren, folgte eine weitere Botschaft an die Aliens. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine physische Tafel, sondern um ein Radiowellensignal. Die sogenannte Arecibo-Botschaft enthielt binär kodierte Informationen über die biologische Beschaffenheit des Menschen, dessen Populationsgröße und den Ursprung der übermittelten Nachricht. Allerdings handelte es sich dabei um eine denkbar kryptisch verpackte Botschaft, die von ihren potenziellen Empfängern zunächst aufwendig hätte entschlüsselt werden müssen. So hätte das aus 1679 Bit bestehende Signal zuerst in seine Primärfaktoren 23 und 73 zerlegt werden müssen. Die entsprechenden Bits müssten anschließend in einer speziellen Matrix zu einem Schwarz-Weiß-Bild zusammengefügt werden. Da die bis dato ausgesandten Botschaften auf taube Ohren stießen, entschied sich die Menschheit im Jahr 1977 abermals dazu, einen weiteren Kontaktversuch zu unternehmen. Damals wurden die Raumflugkörper Voyager 1 und 2 mit goldenen Datenplatten bestückt. Auf den beiden Datenträgern befinden sich wieder einmal eine detaillierte Bild- und Audioinformation über das Leben auf der Erde. Obwohl die Datenplatten bislang keine galaktische Reaktion hervorriefen, bleibt ihnen noch genügend Zeit, um eines Tages doch noch in den Besitz von außerirdischen Lebensformen zu gelangen. Die prognostizierte Lebensdauer der Datenträger beträgt 500 Millionen Jahre. Allerdings stießen die Bestrebungen, mit extraterrestrischen Lebewesen in Kontakt zu treten, in den Reihen der Fachwelt nicht nur auf Zuspruch. Tatsächlich sahen einige Experten in den übermittelten Botschaften auch eine ernsthafte Gefahr für unseren Planeten und dessen Bewohner. Sollten die Nachrichten in den Besitz einer potenziell gefährlichen Spezies gelangen, könnten sich die in friedlicher Absicht übermittelten Botschaften schnell zu einem todbringenden Boomerang entwickeln. Wie in unserem Gedankenspiel bereits erwähnt, wäre es nämlich möglich, dass die galaktischen Empfänger unsere Erde nicht als Zeichen der galaktischen Vielfalt, sondern mehr als kosmische Ressourcenquelle betrachten, die es im Rahmen einer Invasion auszubeuten gilt. Da wir den Außerirdischen bereits im Vorfeld detaillierte Informationen über die Menschheit und unseren Planeten geliefert hätten, wäre es für sie ein Kinderspiel, mögliche Schwachstellen zu erkennen und uns genau dort zu treffen, wo es uns am meisten wehtut. Viele renommierte Experten, darunter auch Stephen Hawking, rieten den Erdenbewohnern dringend davon ab, auch in Zukunft weitere Kontaktversuche mit außerirdischen Lebensformen zu unternehmen. Folgt man den Ausführungen der besorgten Experten, kann der Fortbestand unserer Spezies nur dadurch gesichert werden, wenn wir alles daran setzen, unser Vorhandensein so lange wie möglich geheim zu halten. So Leute, jetzt seid ihr gefragt. Haltet ihr die bisherigen Kontaktversuche für ratsam? Und glaubt ihr an die Existenz von außerirdischem Leben? Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch unser heutiges Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr schon einmal dabei seid, denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nie etwas Neues zu verpassen. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.